Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Dirt 4. Heute geht's in eine weitere Rallye und zwar im schönen Ford Escort. Ja, das Ding habe ich mir gerade auch schon mal angeschaut. Es ist ziemlich flott und außerdem ist er auch ziemlich direkt in der Lenkung und das gefällt mir ja grundsätzlich ziemlich gut. Und deswegen machen wir mal eine ganz kurze Testfahrt und gucken mal, ob etwas auf Asphalt geändert werden müsste, denn ich bin ihn auf Schotter gefahren. 3 über 100, in rechts 4, durchsenken. Ui, okay, auf jeden Fall nicht schneiden da. Auf jeden Fall nicht schneiden an der Stelle. Okay, aber ansonsten, man hat's gesehen. Okay, gut, der Schaden bleibt nicht. Man hat's gesehen, das Fahrzeug fühlt sich unfassbar gut an. Also, beziehungsweise ist ziemlich direkt. Ich finde. Sollte eine gute Wertungsprüfung werden. Ich finde, es fühlt sich unfassbar gut an. Und jetzt gucken wir mal. 4 Minuten dauert die Etappe, die ist über 6 Kilometer lang, 270 Meter Höhenunterschied.
6, in Kehren rechts. In links 3, 18. Bis Ziel. Das hat sich gut angefühlt. Alles klar, langsam für den Marshall. 9,2 Sekunden aufgebrummt und das auch nur dem zweiten. Der Rest hat 19 Sekunden oder mehr Abstand. Heieieiei, das war ganz gut. Tolles, ja, wie gesagt. Das war unschlagbar. Wie gesagt, ich fühle mich ziemlich wohl mit dem Fahrzeug. Das liegt mir ziemlich gut und ihr könnt ihn ja auch mal austesten. Mal kurz einen Blick auf die Bestenliste werfen und ja, 62. Schade, ich war in einer Etappe bei den nationalen US Open, bei der Veranstaltung. Da habe ich den ausgetestet. Da war ich auf der 5 global und das war ziemlich cool. Mal gucken, ob wir das vielleicht wieder wiederholen können, das schöne Kunststück. 5,38 Kilometer trennen uns von einer möglichen Platzierung in der Region. Ja, ansonsten die Bergauffahrt hat auch ordentlich Spaß gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie wir uns in der zweiten Etappe schlagen. So, wir fahren für ein fremdes Team, deswegen so viele Ziele. Wir sollten mindestens eine saubere Wertungsprüfung haben, das kriegen wir hoffentlich hin. Ja, das war zweimal ziemlich kritisch bei mir. Zweimal ziemlich eng, aber wir haben es gerade so noch hingeschaukelt, das Auto. Vor allem beim zweiten Aufprall dachte ich, uiuiuiui, jetzt überschlägst du dich. Aber nee, alles gut gegangen. Die Bedingungen sind für eine gute Wertungsprüfung passend. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los, rechts fünf. In rechts 1, über Kuppe, links 3, 80. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6. Links 6, 40. Rechts 3, durchsenke. Nicht schneiden. Links 6, über Kuppe, rechts 1, durchsenke. In links 4. Rechts 2, nicht schneiden, auf der Kehre links, lang 60. Rechts 6, 80. Links 5. In rechts 3. In links 5. In rechts 1 durch 6. In links 3. Rechts 4. In rechts 6. In 90 Grad links. Sofort links 1. In rechts 5, lang runter, links 4. 80, überkreuzen. Links 5, lang überkreuzen, 80, rechts 6. 90 Grad rechts. In scharf links 60. Rechts 4. Oh Gott. In links 6, 60. Links 6, 40. Rechts 3, durchsenke. Links 6, überkomme. Rechts 1, durchsenke. In links 4. Rechts 4. In links 5. Lang mach zu. 3. In rechts 4, 60. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6, 80. Rechts 6, in links 1, lang. Auf der Kehre rechts. In links 4, 60. Links 6, 60. Rechts 6, in auf der Kehre rechts, steil aus. In links 2, 60. Links 6, 60. Rechts 6. In auf der Kehre rechts. In links 2, links steil, 80. Oh nein. Komm schon. Rechts 4. Ist noch alles gut. In offene Kehre links. In rechts 1 lang. In links 6. Links 6, 40. Rechts 3 durch Senke. Links 6 über Kuppe. Rechts 1 durch Senke. In links 4. Rechts 5. In links 3. In rechts 4. In links 6.
In rechts, 3 über Kuppe. In Kehr, links. In rechts, 4 über Kuppe. In offene Kehr, rechts. In links, 4, 80. Rechts, 4. In links, 1 durch 6. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marsch. Eieieiei, okay, gut. Zwischenzeitlich sah das ja ein bisschen schwierig aus. An zwei Stellen ein wenig Übersteuern das beim Einlenken gehabt. Genau. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Aber insgesamt war das doch recht souverän. Die Zeit allgemein ist ziemlich krass. Also das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zum Peugeot, den wir auch gefahren sind gestern oder heute. Heute in der Folge. Ja, bei der letzten Folge mit dem Kit Car. Der hatte schon sehr viel Untersteuern allgemein und da musstest du natürlich ordentlich wieder reinhacken. Hier mit dem Escort, da kannst du das Fahrzeug fast direkt führen. Beim Rallye keine Angst haben, weil das bei Formel 1 sowas ist, was man eher nicht machen sollte. Keine Angst haben, das Fahrzeug so ein bisschen zu stark in die Kurve zu werfen, beziehungsweise das Lenkrad zu überdrehen. Also ihr könnt da ruhig ein bisschen stärker reinhauen als, keine Ahnung, bei der Formel 1. Da fahre ich super, super sanft. Das ist natürlich eine riesen Umstellung, auch für mich. Aber grundsätzlich kriegt ihr damit einen engeren Kurvenwinkel dann auch hin. Ihr kriegt das Auto direkt in die Kurve rein. Und ihr könnt im Idealfall auch noch mit höheren Geschwindigkeiten durchrasen dann dementsprechend. Und früh aufs Gas treten eventuell. Also das ist auch eine ziemlich coole Sache. So, dann fahren wir die letzte Etappe. Mit einer guten Fahrt schaffen wir es vielleicht in eine höhere Klasse. Es wird langsam dunkel. 3 Minuten 39. Drei recht lange Etappen hier. 5, 4, 3, 2, 1, Block. Links 3, 60. Rechts 6. Links 6. In Kehr rechts. In links 3, 60. In rechts 3 über Kuppe. In Kehr, links. In rechts, 4, über Kuppe. In offene Kehr, rechts. In links, 4, über Kuppe. Rechts, 3. Links, 6. In rechts, 4, durch 6. 150, links, 4. Rechts, 6, über Kuppe, 60. Rechts 6, in links 1, lang, offene Kehre rechts. Ich will die saubere Etappe schaffen. In links 4, 80. In rechts 1, Kuppe. In links 2. In links 1. Rechts 3. In rechts 5, 60. Links 3. In rechts 3, lang, mach auf, mach zu. In links 1, wegsteigen. Rechts 4. In links 5, lang, mach zu, 3. In rechts 4. Rechts 2, wegsteigen. Auf der Kehre links, lang, 60. Rechts 6, 80. Rechts 2. Offene Kehre links, lang 60. Rechts 6, 130. Heieiei, knapp. 6, in links 1, lang. Offene Kehre rechts. In links 4, 80. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6. Rechts 6. Links 6. In Kehr rechts. In links 3. 60. Links 4. In rechts 2. Macht auf. Lang. In links 4. Kurve. Links 6. In rechts 4. Lang. Macht zu. Und Achtung, links 4, sofort rechts 3, über Kuppe, täuscht. Links 5,
in rechts 3, in links 5, in rechts 1 durch 6, in links 3, 60, links 5, lang, in rechts 1, 20 überkommen, rechts 2, in links 2 bergab, rechts 6, 90 Grad rechts, in scharf links 60. Ach nö. Rechts 4. In links 6, 60. Links 6, 40. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marschall. Haarnadel, bei denen man auf jeden Fall die Handbremse nutzen muss, sind einfach super gemein, wenn man keine Handbremse am Lenkrad hat, so eine separate. Ja. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Muss man sich vorstellen, man muss lenken, die Tasten drehen sich mit und du musst einfach umgreifen und je nachdem, ob du nochmal den Lenkwinkel korrigieren willst, musst du halt die rechte Hand auch nochmal mitziehen am Lenkrad, an den Knöpfen. Das ist super unentspannt. Aber gut, wir haben es geschafft, alle Ziele erfüllt. Wir haben auch noch zwei saubere Wertungsprüfungen gehabt. Okay, so ein leichter Streifer zählt also scheinbar nicht als Berührung. Okay, das freut mich. Schön. Und jetzt geht's nach Australien. Ja, auf Schotter, da sollten wir hoffentlich auch ähnlich erfolgreich sein. Um 5 Uhr früh fahren wir das Ganze. Ach, da geht die Sonne noch schön auf. Da ist es noch super, super früh. Die Vögel zwitschern. Die Kängurus springen aus den Flugzeugen und machen Bungee-Jumping anschließend. So, genug Blödsinn. Let's go. Ja, eigentlich muss ich das Fahrzeug nicht mal tunen. Also ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken mal, wie die Etappe läuft. Das Preisgeld sollte helfen, falls du mehr Autos in der Garage haben willst. Ich bin jetzt auch heiß auf die nächste Rallye. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links rechts über Kuppe, Kuppe, Gleitsprung, 300, Senke rechts, 5, Kuppe, kehre links, Welle, 60. Kuppe rechts, halb über Kuppe. 110 durch Senke, 60, rechts 6, in links 5 über Kuppe. 80 durch Senke, Durchbruch 80. Links 5, Senke. Links 3, lang, lang, zu über Kuppe. Links 4. Und nach Kuppe rechts 2 über Kuppe. In rechts 2, nicht steigen, 80 durch Senke. Links 5, 60, links 5, in rechts 3, über Kuppe, nicht steigen, in links 4, in rechts 5, durch Tor, 60, rechts 5, 80 durch Senke, links 2, in links 2, über Kuppe, nicht steigen, in rechts 4, durch Tor, 110 durch Senke. Eieieiei, okay gut, ein Restart, haben wir in Spanien gar nicht genutzt, ne? Okay, der Anfangspart war auch ein bisschen ungewohnt hier jetzt. 4, 3, 2, 1, los. Links rechts über Kuppe, Kuppe, Langsprung 300, Senke rechts 5, Kuppe, kehre links, Welle 60. Durch Senke. Kuppe rechts, halb über Kuppe. 110 durch Senke, 60, rechts 6, in links 5 über Kuppe. 80 durch Senke, durch Tor, 80. Links 5, Senke. Links 3, lang, ab zu über Kuppe. Links 4. Und nach und rechts 2 über Kuppe. In rechts 2, nicht steigen. 80 durch Senke. Links, oh Mann. 60. Links, 5, in rechts, 3 über Kuppe, nicht steigen. Ich muss irgendwann zurück auf die Strecke. Eieieiei. In links, 4. Okay, ab jetzt geht's wieder richtig weiter. In rechts, 5, durch Tor, 60, rechts, 5. 10 Sekunden verloren. 80 durch Senke, links, 2. In links, 2 über Kuppe, nicht steigen. In rechts, 4, durch Tor, 110 durch Senke. Links, rechts, über Kuppe, Kuppe, vielleicht Sprung, 60. 80 durch Senke. Kuppe in rechts, halb über Kuppe, 110 durch Senke. Kuppe, Senke.
durch die 80 durch Senker. Kuppe. Rechts 6, in links 5 über Kuppe. 80 durch Senker, durch Tor, 80. 80 durch Senker, durch Tor. Links 3 über Kuppe. Senke, Kuppe. Links 4. Und Achtung, rechts 2 über Kuppe. In rechts 2, nicht schnell. 80 durch Senker. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Links 5, 200. Senke rechts 5, Kuppe, Kehle links, Bell 60. Rechts 3, lang, macht auf, Kuppe. Senke rechts 5. Rechts 6, in links 5, über Kuppe. 80 durch Senke, 80. Achtung, links 4, über Kuppe. In links 1. Rechts halten, über Kuppe. Rechts 3, 60, links schneiden, rechts 2, links schneiden. Links 62, links schneiden, links 3, links schneiden. Links 6, rechts halten, über Kuppe, links schneiden. Rechts 2, Kuppe 80. Links halten, über Kuppe 80, Kuppe rechts 4, links schneiden. Und Achtung, links 2, verlegt sich, Kuppe rechts 3, innehalten, links schneiden, in links 5. Rechts 6. Links 4 macht zu. Links schneiden. In rechts 3. In links 4. Links schneiden. 80. Links halten. Über Kuppe. Vorsicht. Rechts 1. In rechts 4. Über Kuppe. Links 3. In Kuppe. Rechts 3. Links schneiden. In links 2. Rechts 3. Links schneiden. In links 2. Nein, macht auf. In offene Kehre, rechts, 80. Links halten, über Kuppe. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marsch. Eieiei, ich bin irgendwie nicht in den Rhythmus reingekommen. In den nächsten zwei Etappen sollte es hoffentlich besser laufen. Wir sind fertig. Die Platzierungen wurden aktualisiert. Ja, jetzt glaubt mir wieder keiner, dass ich in Michigan ordentlich gut abgeschnitten hatte mit dem Ford Escort. Ich weiß nicht, fühlt sich ein bisschen anders an, aber mal gucken. Wir haben ja immer noch alle Hoffnungen für die Meisterschaft, wir führen die ja immer noch an. Jetzt müssen wir halt nur noch hier ganz gute Ergebnisse abliefern. So, und hier läuft's eine Weile ordentlich geradeaus, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Der fünfte Platz ist es im Moment sowieso. Keine Auswirkung auf die Mechanik. Der fünfte Platz ist es ohnehin jetzt schon hier. 5, 4, 3, 2, 1, Luft. Links 5, rechts 5, 80 durch Senke. Links 5, lang, mach zu, links schneiden, in rechts 3, rechts 4, nicht schneiden. In links 3. In rechts 4, mach auf, links schneiden, 60, mittig halten, über 5. 100 durch Senke. Rechts halten, über 5, links 3, in Kuppe, rechts 3, nicht schneiden, in links 2. Vorsicht, rechts 2. In links 3, Kuppe, nicht schneiden. In rechts 4, mittig halten, über 5. 100 durch Senke. Rechts halten, über Kuppe. Links halten, über Kuppe. 100 durch Senke. Mittig halten, über Kuppe. 80, 80 durch Senke. Vorsicht, Kuppe rechts 5. In links 6, 80. 110 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Kuppe. Leitsprung 60. Senke. Welle, Brücke. 100 durch Senke. In Kuppe. Leitsprung 200. Links 6. In rechts 200. Senkrecht. Kuppe, Senke. Rechts 3, über Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe. Rechts halten, über Kuppe. 80. Achtung, Kuppe links 2. 60 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Rechts 6, nicht schneiden. Links 2, 60. Nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. 100 durch Senke. Mittig halten, über Kuppe.
80. Links halten, überprüfen. Rückwärts durch Senkung. Mittig halten, überprüfen. 80. Rechts halten, überprüfen. 80. Achtung, Kuppe links. 2. 60 durch Senke. Links halten, überprüfen. Nein! Rechts 6. Dicht schneiden. 80 durch Senke. Vorsicht, Kuppe rechts 5. Geht links 6. 80. Senke. Welle, Brücke. 100 durch Senke. In Kuppe, Leitschwung. 130. Achtung, Bremse, Welle, kehre rechts. Kuppe links 5 durch Senke. Rechts halten, überprüfen. 80 durch Senke, durch Tor, links 3, über Kuppe. Senke, Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe, rechts, halt über Kuppe. 110 durch Senke. Rechts, 5. In links, 6, lang, mach zu, über Kuppe. Links schneiden, Gefahr voraus. Pass auf, rechts, 5. 60, links, 5. In rechts, 4. In links, 3, über Kuppe. Links schneiden, in rechts, 5. 110 durch Senke. Links halten, über Kuppe, in Kuppe, vielleicht Sprung, 60. 110 durch Senke. Alter Falter, wie schnell war der denn bitte im letzten Abschnitt? Was ist denn da los? Egal, der zweite Platz ist okay. Ich meine, wir müssen... Okay, nicht schlecht. Lass uns bei der nächsten Wertungsprüfung noch einen Zahn zulegen. Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Wir müssen sowieso nur den zweiten Platz in diesem Event holen. Und im Moment sind wir Dritter, 6 Sekunden hinter Harris. Okay. Ja, schauen wir. 4,3 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Wenn wir Zweiter sind, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Unabhängig davon, wer dann hier das zweite Event gewinnt. Da haben wir die Meisterschaft auf jeden Fall für uns entschieden. Ja, also am Anfang dachte ich, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall im Rhythmus drin. Gegen Ende hat sich das dann doch wieder ein bisschen abgewandelt. Und wir haben ein paar Schäden. Das Triebwerk. Wir waschen das Fahrzeug so oder so mal. Ja, komm, Inspektion, das hatte ich ja auch gezeigt, weil mir das auch empfohlen wurde. Beziehungsweise mir wurde ich wurde darauf hingewiesen, dass man dann weiß, wie lange die Reparaturen dauert. So, dann reparieren wir alles. Ja, ich meine, gut, Kühler hat nicht so einen mega fetten Effekt dann. Ich meine, es ist ein leichter Schaden gewesen. So, Event-Tabelle. Alvarez, ja, wir müssen auf jeden Fall hier auf die 2 insgesamt. Also alles nochmal raushauen. Alles geben, auf geht's. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 5, lang, mach zu. Rechts steigen, in rechts 3. Links halten, über Kuppe. Runter durch Senke. Mittig halten, über Kuppe. 80. Links 4, Kuppe. 60 durch Senke. Rechts 82, Weg steigen, Kuppe links 3. Links 3. In Kuppe rechts 3, Weg steigen. In links 2. Rechts 4, Weg steigen. In links 3. In rechts 4, mach auf, Weg steigen. 60, links 6, rechts halten, über Kuppe, Weg steigen. Rechts 2, Kuppe 80. Links halten, über Kuppe 80. 80 durch Senke. Links 3, über Kuppe. Senke, Kuppe, durch Tor. Links 5, Kuppe, Kuppe. Links schneiden, 80 durch Senke. Links 5, lang, links schneiden, 80. Achtung, Bremse, Welle, kehre rechts. Kuppe links 5, durch Senke. Rechts halten, über Kuppe. Durch Tor, rechts 5, 80 durch Senke, links 2, in links 2, über Kuppe, rechts Stein, in rechts 4, rechts 5, in links 6, dann mach zu, über Kuppe, rechts Stein, rechts 5, 60, Senke, Welle, 100 durch Senke, in Kuppe, Leitsprung, 80, Kuppe, Senke, rechts 3, über Kuppe, 80 durch Senke, Kuppe. Rechts 6, in links 5, über Kuppe. 80 durch Senke, 200. Achtung, rechts, offene Kehre, links.
In rechts, zweiter, macht zu, links steigen. In links drei, links steigen. Links halten, überpuppen. Runter, durch Senke. Mittig halten, überpuppen, 80. Rechts drei, 60, links steigen. Rechts zwei, links steigen. Mittig halten, überpuppen. Runter, durch Senke. Alvarez hat einen Fehler gemacht. Links 2, 60, Linkstein, links 3, Linkstein, mittig halten, über. Der hat in seinem Laufen Fehler. Bis Ziel. Der hat in seinem Laufen Fehler. Und es könnte sein, dass er hinter Harris zurückfällt. Harris auf jeden Fall immer noch ungefähr 3 Sekunden vor uns. Jetzt ist die einzige Möglichkeit, dass Harris vorbei ist an Alvarez. Ist er aber nicht. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Alvarez ist 8,1 Sekunden zurück hinter uns. Ja, und da sehen wir es auch. Eieiei, ganz am Ende hat es ganz knapp nicht mehr gereicht. Oh, Alvarez hatte noch einen riesen Vorsprung. Warum hatte ich da so einen kleinen Vorsprung aus seiner Sicht im Kopf? Keine Ahnung. Ja, also die zweite Rallye war auf jeden Fall nicht ganz ideal. Das hätte besser laufen können. Man sieht es auch anhand der Zeiten. Also global 17 Sekunden kann man da schneller fahren. War wirklich nicht allzu gut. Ja, das allein hat uns schon wahrscheinlich dann die Meisterschaft gekostet. Egal, der zweite Platz ist es am Ende geworden. Und also der dritte bei dem Event, der zweite in der Meisterschaft. Und ich denke, da kann man trotzdem recht zufrieden sein. Ich meine, wir haben auch eine Rallye gewonnen und das war ziemlich geil. Ja, und der Ford Escort, wie gesagt, ich habe in Michigan mit dem mega viel Spaß gehabt. Der war da super einfach zu fahren und hier plötzlich, weiß nicht, was los war. Aber gut. So, bald schalten wir auch hier wieder die 4 Events frei. Wir haben mittlerweile die Rallycross-Meisterschaft. Da überlege ich eventuell nochmal mit dem Opel Corsa an den Start zu gehen oder vielleicht auch mit dem Renault Clio. Der ist mit Abstand der teuerste von denen, weil mit dem schönen VW hatten wir das Ganze schon. Jetzt müssten wir uns nochmal ein anderes Fahrzeug meiner Meinung nach anschauen. Ja, und da wären halt die beiden nochmal am Start. Ich wollte das nicht jetzt direkt wieder nehmen, weil, ja, weiß nicht, 1600er Klasse. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es dann ein bisschen lame, wenn wir die schon hatten. Aber andererseits, es gibt ja noch 2 neue Fahrzeuge, die man hier nehmen kann. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das trotzdem vielleicht das nächste Mal an. Ihr könnt mir eure Meinung dazu schildern in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wenn dem so ist, hinterlasst mir eine Bewertung, lasst ein Däumchen nach oben da. Ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei Dirt 4 und vielleicht auch heute Abend beim Stream. Macht's gut!